Hi, ich bin Oliver Gies und ich stelle euch meinen Song Marschbefehl vor. Ja, heute spielen wir Marsch, laden herzlich dazu ein. Ja, Marsch. Marschbefehl habe ich ursprünglich für Maybe Bob geschrieben und jetzt ist es erschienen für gemischten Chor SATB im Helbling Verlag. Und das Stück geht los wie ein richtiger gute Laune Karnevalsmarsch. Alle klatschen gleich im Takt, quietschvergnügt auf jeden Schlag, weil der Mensch den Marsch so mag. Mit nem Marsch, da bricht man jeden dicken Damm, denn der Marsch ist gute Laune halt Programm. Da wird also auch das Publikum zum Mitklatschen auf jeden Schlag animiert. Irgendwann kommt dann allerdings eine gemeine Wende, denn ich benutze den Marsch als Symbol. Und zwar als Symbol für eine populistische, einfache Politik. Denn das ist ja auch sehr verlockend, wenn irgendwelche Parteien meinen, auf ganz komplizierte Fragen ganz einfache Antworten geben zu können. Dann gibt es Menschen, die darauf reinfallen und die begeistert diese einfachen Antworten, die vielleicht mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun haben müssen, mitskandieren. So lieblich, viele schon sind's mit Begeisterung, stolz ins Verderben marschiert, fürs deutsche Volklich ist trügerisch, wie er jubelt. Das ist beim Marsch eben auch so verlockend, einfach sofort auf jeden Schlag einzusteigen und ordentlich mitzumachen. Und im Songtext wird dann irgendwann dazu aufgerufen, dass man immer aufpassen sollte, wer spielt denn die Musik, bei der man gerade so begeistert mitmacht. Ja, endlich mal ein Marsch, wunderbar dabei zu sein. Doch er hat, wo er regiert, an den Abgrund schon geführt, ehedem wie heutzutage. Also Marschbefehl. Überall zu kaufen, wo es Noten gibt, zum Beispiel auf meiner Homepage, aber nicht nur da. Marsch, Marsch.